Also in der Schweiz ist Grundwasser die wichtigste Trinkwasserressource. Etwa 80% des Trinkwassers kommt aus Grundwasser. Und Grundwasser stellt auch den Basisabfluss von Flüssen während der Trockenperiode her und versorgt Feuchtgebiete und andere Ökosysteme mit Wasser. Die verschiedenen Projekte haben unterschiedliche Forschungsansätze verwendet. Das Projekt von David Livingston hat vor allem historische Daten angeschaut und geschaut, ob man jetzt schon Veränderungen gesehen in den Grundwassertemperaturen aufgrund der steigenden Lufttemperaturen. In unserem Projekt haben wir sehr stark auch eine Optik auf Prozess, um zu verstehen, zum Beispiel, wie Flüsse mit Grundwasser zusammenhängen. Auch das Projekt von Urs von Gunten, das die Wasserqualitätssachen angeschaut hat, hat auch sehr starke Prozessoptik gehabt. Jetzt sind die Feldmessungen nachher auch mit Laborstudien verbunden worden, wo wir gewisse Prozesse im Labor simuliert haben. Und dann, was eigentlich in mehreren Projekten gemeinsam war, ist auch nachher, dass man mathematische Modelle angewendet hat, um auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Also wir sind hier im Berner Seeland und das ist eigentlich eine Region, die sehr wasserreich ist. Also wir haben auf der einen Seite haben wir den Hagenegg-Kanal, also den Starre, der hier durchfließt. Und da haben wir auch sehr ausgiebige Grundwasservorkommen. Also das ist ein grosser Grundwasserleiter, der die Fläche hat vom Bielersee. Also wenn man hier herkommt, würde man denken, wenn es aber noch kein Problem gibt in Zukunft, weil die Wassermengen, dann ist es da. Wir sind dann aber gleich hierher gekommen, weil es hat sich gerade eine gute Gelegenheit ergeben, dass eben der Wasserverbund Seeland hat die Konzession müssen erneuern. Und in diesem Zusammenhang hat ein Pumpversuch stattgefunden, wo man mal getestet hat, wie viel der Aquifer wirklich hergibt. Und der Versuch wurde gemacht worden in einer Periode, in der der Abfluss etwas geringer war. In einer Grössenordnung, wie man eigentlich prognostiziert für zukünftige Sommer. Man hat eigentlich das Glück gehabt, dass man die Zukunft schon hier können testen in diesem Moment. Das ist einer von 5 Pumpbrunnen, die während dem Versuch so mal voll gelaufen ist. Und wir waren sehr überrascht, dass der Grundwasserspiegel sehr grossräumig während dem Versuch abgesunken ist, also etwa auf 10 Quadratkilometer, etwa 1 Meter abgesunken ist, obwohl eigentlich noch sehr viel Wasser im Fluss war. Und da hat man gesehen, dass plötzlich der Zusammenhang zwischen Fluss und Grundwasser, dass der gekappt wird. Und wenn der gekappt wird, senkt man nachher das Grundwasservorkommen grossräumig ab. Und der Grundwasserleiter profitiert eigentlich nicht mehr von der riesengroßen Wassermenge, die im Fluss ist. Grundwasservorkommen und vor allem Quellen werden durch Niederschlagspeisen, die versickern. Und wir haben untersucht, wie die Menge, die im Untergrund versickert, sich in Zukunft verändern könnte. Man hat mehr im Winter und weniger im Sommer. Auf dem Jahresdurchschnitt hat man fast genau gleich viel Wasser, das versickert. Aber die Menge ist ungleichmäßiger verteilt in Zukunft. Wir haben unterschiedliche Gebiete angeschaut und eines der Hauptstudiengebiete war das Emmental. Und wenn man hier ins obere Tal geht, sieht man, wenn es trocken wird, geht der Grundwasserstand, das Wasser läuft sehr rasch ab. Der Grundwasserspiegel ist etwa 12 Meter abgesunken innerhalb von ein paar Monaten. Was aber überraschend ist, wenn man nur ein kleines Tal abgeht, merkt der Grundwasserleiter plötzlich überhaupt nicht mehr, dass es eigentlich trocken ist. Und man sieht, hier im mittleren Teil des Tals, das ist flach, das variiert kaum 20-30 cm. Also man hat sehr stabile Bedingungen. Die Phänomene von Niederwasser, das hat auch Auswirkungen nicht nur auf die Wassermengen, die in Grundwasserleiter gehen, sondern auch auf die Wasserqualität. Und da hat es einerseits das Projekt von David Livingston, der Temperaturen angeschaut hat. Also was wir aussagen können, ist, dass Grundwassertemperaturen von Grundwässern, die von Flüssen gespeisen werden, das heisst, wo Flusswasser ins Grundwasser infiltriert, die werden sich in Zukunft stark erhöhen, so wie das jetzt auch in den vergangenen Jahren passiert ist. Die höheren Temperaturen können nachher einen Einfluss auf die Chemie des Wassers. Das ist im Projekt von Urs von Gunten angeschaut worden. Wenn das Wasser wärmer ist und nur langsamer infiltriert, kann der Sauerstoff durch Bakterien gezehrt werden. Wenn nachher der Sauerstoff weg ist, wird Eisen aus dem Untergrund aufgelöst und das Eisen kann nachher wieder ausfallen im Wasserwerk. Das macht nachher die Wasseraufbereitung komplizierter und auch teurer. Wir haben mit unserer Analyse jetzt Schlussfolgerungen ziehen können, wo man sehr robuste Gebiete hat, wo sowohl von der Grundwassermenge wie auch von der Chemie langfristig eigentlich kein Problem bieten sollte.
Ich denke, interessante Bereiche sind sogar in den Voralpentälern im Mittelbereich, weil man in diesem Bereich noch nicht die sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung hat. Auch nicht die grossen Städte hat, die zum Teil über Abwasserstoff hineingehen. Also das sind interessante Gebiete, weil die auch relativ nah zu den bevölkerungsreichen Zentren liegen im Mittelland. Der Ronald Kosel ist der Leiter der Sektion Grundwasser am Bundesamt für Umwelt. Und er war eigentlich seit dem Anfang in der Begleitgruppe. Das war für uns extrem wichtig, weil er eigentlich einen sehr guten Überblick über Grundwasserressourcen und Herausforderungen in der Schweiz hat. Wir wussten natürlich, dass dieses NFP 61 starten würde und waren sehr interessiert an der Entwicklung und am Fortgang. Und ich denke vor allem auch an einen Workshop zurück, der mit der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrogeologie organisiert wurde. An diesem Workshop wurden alle grundwasserrelevanten Projekte vorgestellt und die Praxis hatte die Möglichkeit, während der laufenden Projekte Rückmeldung zu geben und damit auch noch in die Projekte einzugreifen. Ich glaube, das war eine sehr gute Idee und kam sehr gut an, sowohl bei der Praxis wie bei den Kantonen. In diesen vier NFP 61 Projekten, die das Grundwasser betreffen, hat man auf zentrale Herausforderungen fokussiert, die in den nächsten Jahren auf das Grundwasser in der Schweiz zukommen. Wir wissen, wir haben genug Wasser, aber es geht um die Frage, wo sind die klimasensitiven Gebiete und wo werden Problemsituationen entstehen. Und das haben diese Projekte sicherlich sehr gut herausgearbeitet und vor allem auch, was sind die Prozesse, die dahinter stehen. Häufig ist eigentlich der limitierende Faktor nicht mehr die Menge von Grundwasser, die wir haben, sondern die Nutzungskonflikte. Und da denke ich, müssen wir schon aufpassen, dass wir für die Zukunft noch genügend Standorte behalten, wo die Grundwassernutzung Priorität hat, dass man, wenn man an einem Ort Probleme hat, noch an einem anderen Ort Grundwasser nutzen kann.